Großen Anklang fand das 16. Jens Maasfuhl Charity-Golf-Turnier der Deutschen Unfall- und Katastrophenhilfe in Friedberg. Teilnehmer aller Altersklassen maßen sich eingeteilt in verschiedene Könnensklassen. Im Anschluss traf man sich zum gemeinsamen Austauschen und Fachsimpeln. Wie immer zauberte das Team des Stangs-Restaurants ein vorzügliches Catering. Auch um akustische Unterhaltung wurde sich gekümmert. Wie auch im Vorjahr nahm Hessens Innenminister Peter Beuth an dem Turnier teil. Ordentlich, weil es gibt eine Möglichkeit, wiederum eine neue Möglichkeit, dass wir Menschen mit Handicap eben über den Sport in unsere Gesellschaft integrieren können. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin aber zunächst mal dir dankbar, dass du dieses Turnier ausrichtest. Dafür will ich dir eine kleine Förderung des Landes übermitteln. 500 Euro, die gut angelegt sind in ein wunderbares Turnier. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren. Herzlichen Dank an alle Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Und jetzt uns allen einen schönen Abend. Und jetzt noch erster Platz mit 64 kleinen Familien. Und zwar der Federico. Er ließ es sich nicht nehmen, den Siegern persönlich zu gratulieren. Maxim trainiert bei uns im Leistungszentrum und Maxim wird auch dieses Jahr mit mir zusammen das erste Mal in Baden-Baden bei den deutschen Meisterschaften für Golfer mit Behinderung antreten. Ich hätte gern 10 Stück dann, ja? Höhepunkt des Abends war die große Tombola. Der Erlös kommt der Deutschen Unfall- und Katastrophenhilfe zugute. So, jetzt gibt es einen Ball von unserem Presi Peter Fischer. Neben vielen attraktiven Gewinnen war der Hauptpreis eine Reise nach Thailand. Oh, nein,